Insko, bin da mal weg. Extrem attraktiver Karl S. Guten Morgen, guten Mittag, oder? Hey, der Pullover ist fresh, for real. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich hab's nicht mitbekommen. In meinen letzten Videos habe ich darüber gesprochen, dass Marc Gebauer einen neuen Porsche hat, über den er sich sehr gefreut hat. Ich bin happy. Diese Thematik stieß dann auch bei ihm in den Kommentaren auf. Wir müssen uns unterhalten. Was habe ich da unter dem letzten Video gehört? Da müssen wir jetzt mal ran, ne? Muss, das kann man sein. Ich bin happy. Sprechen. Marc Gebauer mit seiner Schlagfertigkeit hat mal wieder eine Antwort verfasst, mit der wir nicht gerechnet hätten. Egal, was ihr euch kauft, unabhängig davon, egal was. Ob, hey, ist das der reichste deutsche YouTuber? Kann das sein? Also gefühlt hat der unfassbar viel Geld, der Typ. Ob es eine Casio ist, ob es ein Parfum ist oder sonst irgendwas. Das kann niemals darüber entscheiden oder sollte niemals entscheiden. Nein. Ob ihr glücklich seid. Paluten, wer ist der reichste YouTuber? Paluten? Seid oder nicht glücklich seid. Dieses Auto ist ein tolles Auto. Es ist mit Sicherheit das von vielen ein Traum, dieses Auto zu besitzen. Nur Leute, ich sag mal so, es ist jetzt nicht lebensverändernd und sollte auch nicht lebensverändernd sein. Ich sag's euch, ja, stimmt ja wohl nicht mit YouTube-Bereich. True, true. Aber ich meine, ist das der reichste, der so maybe hauptsächlich durch YouTube bekannt ist? Also ich meine, YouTube ist jetzt halt so ein Uhren-Business oder sowas, keine Ahnung. Aber so mache ich die Frage. Ehrlich? Das sind wirklich schöne Worte in Bezug darauf, dass materialistische Gegenstände nicht erfüllend sein sollen. Im Übrigen übertragt sich das auch darauf, wenn ihr uns E-Mails schreibt, wo die Pakete sind. Alle Sachen, die wir im Online-Shop haben, benötigt ihr nicht. Ihr wollt sie haben und sie machen euch Spaß und es ist ein Hobby und ihr sammelt das vielleicht. Aber es hat nichts damit zu tun oder es sollte nicht entscheidend sein, erstens dafür zu lügen, ne, weil Urlaub hat, ich brauche das für den Urlaub, sollte ein Geburtstagsgeschenk sein und so weiter. So viele Geburtstage gibt es gar nicht. Digga, der Typ. Ja, sorry, ich hatte da meine 100.000 Euro Rolex bei Ihnen vor einem Jahr bestellt. Die ist immer noch nicht eingetroffen. Wo ist denn die? Alter Mann, du brauchst die Uhr nicht! Was rufst du her? Bist du dumm oder was? Ja, erzähl mir nicht, du wartest ein Jahr Geburtstag hin oder her. Scheiß auf den Geburtstag, du Idiot! Du brauchst die Uhr nicht! Hat nochmal jemand was bestellt? Aus, geiler Vergleich, Mann! Übrigens, jeder, der bei uns am Black Friday bestellt hat, Leute, ihr braucht die Sachen nicht. Ich habe es bestellt, easy, weil ich kein Geld habe. Aber wenn ich bestellt hätte, hätte ich es auch nicht bestellt. Vorzuschreiben, was soll das? Sehr, sehr gute Worte in Bezug darauf, was man nicht denken soll. Digga, Jungs, mich macht dieses Desktop-Bild fertig. Ich gucke nicht auf dieses Bild, das macht mich vollkommen fertig. Das, was mich zum Glück bringt. Aber man darf sich freuen. Ob man sich über seinen Porsche freut oder nicht, ist seine Sache. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber wenn ihr euch über sowas freuen wollt, weil ihr es euch erarbeitet habt, gegönnt habt oder wie auch immer, dann dürft ihr euch sehr gerne freuen. So wie ich sag, geil, dass ich den Porsche GT3 S in Lila habe. Endlich, verdammt noch einmal. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich weiß nicht, was Porsche ist, der Rotschnuff. Was wäre ein Insko21-Video ohne den Dunst der verschiedenen Himmelsrichtungen? Jetzt kommt Werbung, SüdVPN. Liebe Kinder, bin ich schlau? Osten geht die Sonne auf. Im Norden. Süden nimmt sie ihren Lauf. Scheiße, ich hab gedacht, sie nimmt im Norden ihren Lauf. Verdammt, nee, im Westen ist sie nie zu sehen. Im Westen ist sie nie zu sehen. Im Westen jedoch will sie untergehen. Scheiße, ich hab völlig verkackt. Und im NordVPN mit dem besten Angebot des gesamten Jahres. Herein. Bruder, er muss sein Lachen so unterdrücken, seht ihr das? Qualifikation haben Sie aufzuweisen? Alles schön und gut. Sie probieren Ihren Betrieb aufzubauen. Aber ich glaube, Sie sind sich einer Sache nicht ganz bewusst. Wenn Sie ein 2-Jahres-Abonnement bei NordVPN jetzt buchen. Laut Welt hatte Elias der N94 höchsten Einnahmen 2022. Welt ist eine ganz üble Quelle, aber kann sein. Wir glauben der Welt einfach mal. Wir glauben einfach mal Elias N94, der Fußballmann. Dann können Sie einen bis zu 30 Euro Amazon. Ich meine einfach generell Influencer. Ich meine, es kann jetzt auch nicht Instagram oder so sein. Ich meine, es einfach generell Person des öffentlichen Lebens. Deswegen habe ich die Quelle auch genannt. Smart. Eingestellt. Super, ich mache alles klar bei Ihrer Sekretärin. Bis 9.1. das Angebot von NordVPN? Ich bin doch ein gesinnter Bürger. Ich nehme das Standardpaket. Habe ich mich hier drüben gerade verhört oder was soll die Scheiße? Willst du in deinem Leben nur Zweit- oder Drittbester werden? Wenn du das... Damit wäre ich auch zufrieden, bin ich, Jordi. Affen geil machen willst, ja? Influencer steht online, Pamela Reif. True, Pamela Reif hat auch so eigene Produkte und so. Ach, keine Ahnung, scheiß drauf. Kleiner Hinweis. Dann nimmst du hier das 2-Jahres-Komplettpaket von NordVPN. 5 Euro im Monat ist echt saugünstig. Einem 30 Euro Amazon-Gutschein obendrauf. Wer hier nicht zuschlägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Gruß und Kuss geht raus an NordVPN.
den besten Product Placement Partner, den ich habe. Plötzlich wird mir ein Video vorgeschlagen, das vor einem Jahr hochgeladen wurde, von unserem guten Freund Tom Sperm. Wir die Möglichkeit haben, sie jetzt privat zu Hause zu besuchen, zu gucken, was sie so vor der Webcam für Geschichten macht. Wisst ihr, ich finde es Geschichten, Jungs, sie erzählt da Geschichten. Wer reit, so spät ich nach, wenn es ist der Vater mit seinem Kind, das wird dort produziert, nichts anderes. So unglaublich unterhaltsam, zu Leuten dabei zuzusehen, wenn sie irgendwelche Sachen in diese pornöse Richtung machen und das Ganze per Kamera begleitet wird. Weil diese Stimmung ist extrem umschwenkend. Guckt euch das bitte mal an. Hi. Hallo. Alles gut? Klar, bei dir? Digga, ich muss schon mal sagen, sieht voll schön hier aus. Danke. Ja. Ultra interessant, was du machst. Okay, ich bin Lia Engel. Ich bin 19, wohne in Mainz und ja. Mainz ist Mainz! Sorry. Ich bin Pornodarstellerin. Alles klar, Digga! Ich hab mich noch nicht einmal getraut hinzuschauen, Digga. Ich weiß noch nicht, wie lange. Ja, noch nicht, der hat dich angeschaut. Wirklich, er hat wirklich nicht. Es ist wirklich noch nicht geschehen. Ich das durchhalte. Ah, hier ist der erste. Hey, Olli. Na? Guck mal, was Schönes für dich an. Das muss so furchtbar sein. Das muss so cringe sein, wenn noch andere Leute dabei im Raum sind. Oh mein Gott, Digga. Bist du schon hart? Die online die Quellen des Vertrauens. Olli, ja, bist du schon hart? Ich glaube, Olli hat es ganz anders geschafft, Jungs. Olli hat eine sehr gute Zeit gehabt und das gönnen wir Olli vom Herzen. Olli, soll ich dir nochmal helfen, ne? Zieh ich mich doch erstmal ganz langsam für dich auf. Olli, was macht Olli? Olli, du bist ein unchristliches Schwein! Ich bin dann mal weg, nachdem sie sich umgezogen hat. Top, mein Lieber! Bruder, ich muss mal kurz hier bis an die frische Luft. Digga, das ist ja schon ein bisschen komisch, ne? Du bist ja drinnen geblieben. Hey, Junge, das ist quasi so wie ich, ne? Also, das ist ja auch Livestream. Das ist quasi, was ich hier für euch biete, nur dass ich mir nicht ausziehe. Kann man das so vergleichen? Seid ihr auch meine Ollis? Heilige Maria. Der Kameramann ist drin geblieben. Der Aufweier. Digga, der dachte sich so einmalige Chance. Beste Job des Lebens. Da bleib ich drin. Vorgestern hatte ich einen Sklaven, der wollte, dass ich ihn händisch kastriere. Ihm seine Eier zum Kochen gebe. Zieh dich bitte nicht aus. Was? Warte, wir jetzt an mit den Ausziehen. Okay, alles klar. Unheimlich spannend. Genauso spannend wie die Bundle-Deals auf der Marc Gebauer-Seite. Ich muss wirklich sagen, ich habe in meinem Leben ja schon viele Leute gesponsert. Aber wir haben einen neuen Athleten im Segment. Früher, da hab ich den Tim und den Insta. Call S, oh nein. Digga, ich weiß immer noch nicht die Historie von denen. Ich glaub, die waren irgendwie mein Business-Partner und er hat die gescammt, oder? Gut gesponsert. Jetzt sponsern die mich mit Olaka. Olaka! Ja, wobei, Olaka wird damit Absicht machen, vor mir, damit so eine Reaktion kommt. Aber, Pepe, grüß dich. Hau. Da müssen wir zusammen nochmal über die Aussprache. Mal ganz kurz hier abstellen, in die Seite rein. Nein, das musste mal ganz kurz zu Lamborghini, das ist ja... Ich halte Leute zeige, dass man Lamborghini fährt. Es ist im Endeffekt ja nur so ein Comedy-Ding. Viele von euch wussten, glaube ich, gar nicht, dass die Reaktion per Bildschirm und Bildschirmaufnahme und Facecam komplett falsch ist. Eine richtige ist falsch? Reaktion. Mach mal aus, Jungs. Aus, Cam aus! Sieht so aus. Dass du zu Hause sitzt und... Was ist das, Digga? Was ist das? Kann wirklich meine eigene Lache besser als ich. Der nimmt das mit Humor, das ist eine sehr starke Eigenschaft. Der Salf, ja, ganz krasses Thema. Der hat mich da in Knebelverträge reingebracht. Endlich muss ich keine Kohle mehr an den Salf Rettele zahlen. Wer ist Salf Rettele? Salf, nicht mehr abdrücken muss, Karl. Das ist doch super Sache. In diesem Sinne, meine allergejutsten, kommt in die WhatsApp-Gruppe bei Olakala, denn wir haben schon wieder die nächsten Releases in den Startlöchern stehen. In diesem Sinne, Leute, alles klar, ja. Karl, hast du noch was zu sagen? Olaka? Verpiss doch! Gutes Video, oh, Lack auf die 1!